Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir ein Blockbuster-Game und zwar, jetzt habe ich es vergessen, Cobra 11 Crash Time 1. Das Spiel kam 2011 circa raus, ich bin mir nicht ganz sicher, so müsste es angekommen sein. Und wir sehen schon im Hintergrund mega geile Mucke, mega geile Screens. Und boah, ey, das hat das, Alter, oh, diese Detaillierung. Alter, das Spiel ist schon ein bisschen älter, also die Grafik ist für dieses Spiel eigentlich sogar relativ okay. Und auch die Fahrphysik vom Fahrzeugen sind eigentlich cool. Sehr okay, also ich würde sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass das Spiel eigentlich für deutsche Produktion recht gut ist. Weil das Spiel wurde von RTL, beziehungsweise ich glaube von RTL noch produziert. Ich weiß, RTL, scheiß Sender, ja, stimmt ja auch so, ist ja ein Assi-Sender, wer das kennt. Und ja, wir fangen mit leicht an. Ich habe das Spiel ein bisschen gespielt und ich guck mal, ob ich es schaffe. Es ist schon ein bisschen alt, es war wirklich ein bisschen schwer, das Spiel auf Windows 10 laufen zu bekommen. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt läuft es auf Windows 10. Auf Windows 10 ist es relativ leicht. Auf manchen PCs funktioniert es, auf manchen nicht. Und deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Was war das denn? Schon wieder so ein Rüpel. Aber hallo! Der hat sich eine Verwarnung verdient, oder? Ja. Auf jeden Fall. Sirene an und los geht's. Ja, da hat er eine... Ich will ja eine Verwarnung aussprechen. Ich hoffe wirklich, dass diese Sounds nicht zu laut sind. Ich glaube, ich schalte sie trotzdem noch ein bisschen leiser. Zack. Nein. So, Sprachausgabe können wir auch noch ein bisschen leiser machen. Lass einfach auf alles auf 20% gehen. So. Zurück. Fortfahren. Also man merkt schon mal, das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber so eigentlich recht okay. Wir müssen nun schaffen, nicht mehr als 30% Schaden zu bekommen und dieses Fahrzeug vor uns einzusammeln. Ich hoffe, es funktioniert. Weg da. Das ist übrigens die, glaube ich, höchste Grafikeinstellung, die es gibt. Boah, das Spiel ist schwer. Zack, bam. Das wäre jetzt eigentlich schon bei den meisten Spielern total Schaden. Da muss mich verarschen, einen bleibt sicher nicht. Und geschafft. Easy going, easy peasy, das haben wir ganz leicht geschafft. Chris, im Pausenraum sitzt ein junger Mann. Er ist Anwärter. Was ist das für eine Stimme? Ich möchte, dass ihr ihn mitnehmt und in die Ermittlungen einbezieht, damit er sich ein Bild von eurer Arbeit machen kann. Okay. Dann fangen wir direkt mal los. Was ich nicht ganz verstehe, dieser Autobot fährt immer auf dieser Spur hier. Das Gespräch hätte bis nach da geendet erst. Also das heißt, ich habe das jetzt ein bisschen übersprungen, weil diese Gespräche nur nebensächlich sind. Das Wahre ist hier... Du musst fahren, ja, fahren. Und hier geht es jetzt nun, dass wir 8 Checkpoints erreichen mit jeweils der Minute-Anzeige. Das sieht man unten links und oben rechts ist dann die Map-Anzeige, die Minimap. Und man muss immer genau in diese blaue Teile rein. Aber was ich geil finde in diesem Game ist eindeutig die Detaillierung, weil es ist für eine Map, für so ein Spiel in deutscher Produktion sehr, sehr geil, ja. Ich kann übrigens auch blinken, ne? Also wie gesagt, für das, dass das Spiel schon so alt ist, ist es okay. Und auch für das, dass es in einer deutschen Produktion gemacht worden ist, ist es eigentlich auch recht okay. Übrigens, ich kann sehr gut fahren, wie man sieht. Ist halt ein bisschen ungewohnt, ein bisschen. Aber so passt das eigentlich. Also die Fahrphysik ist okay. So, ich find's geil, dass das Spiel wirklich so gut funktioniert. Also ich habe zwar nicht durchgehend 60 FPS. Aber jetzt kriege ich die ganzen Ding. Zack. Fahre ich doch noch dagegen. Nö, nö. Ich kann auch hupen. Leider kann man nicht in die Innenansicht gehen, aber das ist eigentlich ganz okay. Ich liebe diese Außenansicht einfach viel mehr. Erstmal überall dagegen fahren. Es ist komplett egal, wie viel Schaden wir bekommen, solange wir nicht über 100% haben. Ah, Mothaube fehlt schon mal. Oh shit. Man merkt hier, das Auto driftet sehr, sehr schnell. Das ist ein bisschen schwer zu reden und gleichzeitig auch zu fahren. So, wir haben 50 FPS. Weil ich auch in 50 FPS das Spiel wahrscheinlich rendern werde, weil es einfach schöner ist. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel wirklich so flüssig läuft, sage ich mal. Alter, scheiße. Da sind... Das sind da
gleich. So, da sind wir gleich drin. So, eine Minute haben wir noch. Glaubt mir, Leute, auf Mittel ist das Spiel so schwer. Also, auf leicht, mega leicht. Es ist so dermaßen leicht. Also, ja, nicht so leicht, dass man jetzt sagen kann, oh, das ist wirklich leicht, aber so. Es ist leicht. So, zack. So. Bisschen angekommen, Leute. Ach, dieser Ladebalken. Also, ja. Du bist der Anwärter, ja? Und ihr seid Chris und Semir. Und wir haben es extrem eilig. Also geht's endlich los? Yep, du nimmst den Streifenwagen, wir fahren zivil. Oh. Mit Blaulicht solltest du vor uns an der großen Raststätte sein. Also Leute, der sich jetzt fragt, was die Polizisten die ganze Zeit machen. Diese Frage wird nun in diesem geklärt, in diesem Video. Nämlich, sie machen natürlich ein Wettrennen, was denn auch sonst? Ich weiß nicht, wie man die Sirene einschaltet, das wird auch nicht erklärt, das ist aber das Geilste. Natürlich Polizisten, die machen ja immer bekanntlich natürlich auch Rennen. Also ich habe das schon oft gesehen, dass Polizisten ein Auto genommen haben und ein Rennen gemacht haben. Das habe ich wieder so von den Nachrichten bekommen. Ach, okay. Also Leute, wie schon gesagt, Polizisten machen sehr gerne Rennen. Das habe ich selber nicht gewusst, aber in diesem Spiel werden nun Fragen beantwortet. Also es hat auch noch einen Lernfaktor. Sprich, wenn ihr einen Polizisten an euch vorbeifahren seht, dann denkt daran, er macht wahrscheinlich ein Rennen und ist gerade Letzter oder Erster. Je nachdem, oder er fährt alleine ein Rennen, weil er keine Freunde hat, die er fragen kann. So, langsamer. Oh shit. So. Ich weiß wirklich nicht, wie man die Sirene anschalten kann. Aber irgendwie geht das. Also ich finde das Spiel okay. Ich weiß auch nicht, wie es euch gefällt. Also ihr könnt das ja mit einem Kommentar oder sonstiges zeigen. Ob ich das Let's Play weiterführen soll oder ob das nur so ein Zwischenprojekt sein sollte. Jetzt habe ich gerade nicht auf die Straße geguckt, denn wir schalten nach und nach natürlich die Zeiger ein. So, damit das Video nicht so lang wird, werden wir jetzt nur 17 Minuten lang fahren. Das Tauben müsste eh passen. Ich habe übrigens auch bisher noch keine einzigen Fall gelöst, denn ich habe da immer abgebrochen. So, miau. Dieses Horninfekte, ne? So 7.1. Es gibt maximal Surround Sound in 4 Kanälen, sprich 5.1 ist das. Oder ist das 5.1? Das ist fast 5.1. So. So. Ja. Was ist denn das für eine Musik, die da immer im Hintergrund läuft? Was man natürlich auch vom Polizeiwagen kennt, dass beim Gangschalten Feuer am Auspuff kommt. Das ist auch bekanntlich wahrscheinlich. Die braten sich ja damit auch ihre Hühnchen. Also sprich, sie bleiben stehen und braten das dann. So. Aber das Spiel ist wirklich eigentlich so recht cool, würde ich sagen. Boom. Okay, da müssen wir jetzt noch warten, bis die anderen... Ach, natürlich. Bis die anderen reinkommen, müssen wir auch noch warten. Man hört sich schon im Hintergrund, zack. Alter, da fährt man einfach rein. Der andere kommt auch noch. Boah, der kommt nicht. Puh, seid ihr eigentlich immer so schnell unterwegs? Natürlich, vor allem wenn es wichtig ist. Also gibt's hier an der Raststätte einen Anhaltspunkt für den Unfall, den wir untersuchen sollen? Nö, hier gibt's nur den besten Kaffee und weil du so schnell warst, haben wir sogar Zeit für 2 Tassen. Aha, das ist jetzt witzig. Dann erzähl doch mal, was du schon über den Unfall weißt. Okay, im Bericht der KTU steht, dass ein Teil der Radaufhängung rechts vorn gebrochen ist und somit den Unfall ausgelöst hat. Aha. Die KTU meint, das Material des Teils hatte nicht die nötige Stabilität und war somit fehlerhaft. Na, dann fahren wir jetzt zum Hersteller der Radaufhängung und fragen ihn nach der Qualität seiner Produktion. Oh, geil. Metal Rock Musik gibt diesem Spiel natürlich einen Flair. Und wir fahren natürlich mit einem Zivilfahrzeug, wo gerade der Auspuff sich gerade verändert hat. Hat er gerade den Auspuff geladen? Na, liebe Leute,
Ich habe das Gefühl, dass fast alle Fahrzeuge gleich sind, dass sie gleiche Beschleunigung haben und gleichen Sound. Aber so ist das Spiel ja hochwertig, ja. So, wir sind ja auch wieder in Zeit unterwegs. Wir dürfen maximal 30% Schaden haben. Und müssen wieder 8 Checkpoints fahren. Wir versuchen jetzt mal nirgendwo anzufahren, was ja jetzt gerade gut geklappt hat, wie man gemerkt hat. Der fährt nicht schneller als 250. Also es gibt kein Auto, das schneller als 250 fährt, obwohl diese Kameraanzeige bis 320 geht, soweit ich weiß. Ich habe mir das Spiel übrigens wirklich gekauft. Also das ist keine Cracked-Version für die Leute, die jetzt das glauben, das wäre eine Cracked-Version. Bam. Natürlich. Wasp. Baum in Sicht. Egal, einfach durchfahren. Das sind Polizisten. Wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Hilfe. Ah, okay. Die Entwickler haben daran gedacht, weil die wissen, dass das Spiel noch nicht vollwertig ist. Ah, ich verstehe. So. Haha. Ich kriege euch alle an meiner... Achso, nee, wir fragen ja keinen. Really. Go, 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 go. Miep, miep. Kann ich auch. Ich kann sogar einen Dubstep noch machen. Fuck, fuck, fuck. Ich bin eigentlich gut im Fahren. Das ist jetzt nur, weil ich gerade aufnehme. Das ist für den Vorführeffekt. So. Man kann mit den Autos also nicht gut driften, weil die sofort wieder Dings verlieren. Also man kann nicht die Handbremse gedrückt halten, um einen richtigen Drift abzuhalten. Ich finde irgendwie, das ist ja eine Open World, ja. Das ist ja so fast Open World, sage ich jetzt mal, ne? Aber es sind trotzdem in Missionen eingeteilt, das verstehe ich nicht. Ich glaube, das haben sie extra so gemacht, diese ganzen Autobahnen, damit man sich verfährt. Oder gibt es da vielleicht so einen Freimodus, so einen Freifahrmodus oder wie ist das? Weil man kann Multiplayer mit hier mit zwei Bildschirmen, also mit einem Bildschirm machen, dass das so in der Mitte geteilt ist, ein Splitscreen oder wie das heißt. Und das Lustige ist einfach, das musst du freischalten, weißt du? Das musst du freischalten. Wer kommt denn bitte drauf, dass man das freischalten soll? Warum? Also wir machen ein Game, wo man Multiplayer erst freischalten muss. Das gefällt sicher jedem. Wahrscheinlich Battlefield 1 musst du erst den ganzen Ding durchspielen, dass du Multiplayer kannst, weißt du? Vor allem das Herz einfach im ganzen Spiel, von Battlefield 1 zumindest, Multiplayer, einfach ja, das geht erst, wenn man sich befasst hat mit Multiplayer, mit einem Singleplayer. Das ist natürlich ein Vorteil hat es, dass das eingeführt ist, damit man gut im Singleplayer ist. Gut im Multiplayer ist, zumindest ein bisschen. Ich zocke übrigens auch Battlefield 1. Das ist mega geil. Also es gibt es schon, gab es im Origin, Origin zu downloaden. Das ist mega geil, das Spiel. Ich würde es euch wirklich wärmstens empfehlen, weil es macht richtig Spaß. Es ist halt nach einer Zeit langweilig, beziehungsweise es ist jetzt schon langweilig halt, wenn es nur eine Map gibt. Aber durch das halt einfach nur eine Map gibt, kann man sich schon mit der ein bisschen zurechtfinden. Und ich werde schauen, ob ich vielleicht ein gratis Beta-Key oder so ein Key für das Spiel bekomme. Guten Tag, wir sind von der Kripo Autobahn. Letzte Woche hat sich ein schwerer Unfall auf der A4 ereignet. Mhm. Der Fahrer ist dabei umgekommen, sein Sohn wurde schwer verletzt. Ein Teil der Radaufhängung, die sie herstellen und vertreiben, war fehlerhaft und hat den Unfall verursacht. Aha. Sie müssen sich irren. Wir bringen sicher keine fehlerhaften Teile auf den Markt. Der Unfallwagen war noch nicht sehr alt und gut gewartet. Daher kommt Verschleiß als Ursache eigentlich nicht in Frage. Die Teile der anderen Radaufhängungen sind außerdem genauso fehlerhaft. Meine Herren, dann bitte ich Sie auf unseren Übungsplatz. Und Sie können sich dort überzeugen, dass unsere Teile den härtesten Tests unterzogen werden, bevor sie überhaupt in Mengen produziert und vertrieben werden. Weiter. Und das Abenteuer, das geht weiter. So, da können wir auch schon... Kann man den Blinker sogar einschalten. Da, 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 zack. Warnblinkanlage auch. Das lassen wir zwar weg. Natürlich machen wir diesen Test mitten auf der Straße mit einem Geländewagen einfach, weißt du? Verstehe ich jetzt nicht. Als ob diese Typen das Fahrzeug so testen, dass die mitten auf der Straße fahren und das so testen. Ich
meine, würde ich das nicht wissen, ich würde den sogar nachfahren und sagen, was soll denn der Scheiß, warum fahren sie da mitten auf die Straße, ey? So. Also da haben wir eine Sprungschanze, was natürlich auch komplett realistisch ist. So. Hä? Nein, Hilfe. So, huch. Warum hat das gerade nach links gelenkt? Egal. So. Das ist natürlich ohne Zeit. Sehr gechillt. Alter, das war gerade ein geiler Move von mir. Wer kennt's nicht, solche Felder? Naja, ich weiß, Leute, das kennt ihr doch sicher alle. Sprung. Yay. Perfekter Sprung. Da gibt's unten so eine Anzeige, wie schnell man da hinfahren soll. Vor allem ohne Gaspedal ist das richtig kacke. Perfekter Sprung. Was bringt mir das eigentlich, perfekter Sprung? Warum fahre ich nicht einfach so schnell wie möglich, wie es geht, dahin? Da kann ich ja ein bisschen, ist ja komplett egal. Guckt euch das an, diese Engine, weißt du, die ist ja eigentlich gar nicht dafür gemacht worden. So. Ich meine, so macht das Spiel wirklich Spaß, also das ist halt wirklich so, aber ich würde es halt nicht kaufen. Ich würde es dann, wenn dann schon gecrackt haben, aber ich habe es ja noch aus CD. Habe ich mal vor einem Jahr circa geschenkt bekommen, das ist hier noch die Original-CD. Das Spiel wird never ever so teuer sein. Wird sicher kein Erbstück sein. Und wie es auch gehört, ich glaube, VW macht das jetzt sicher auch. Die fahren auch ihr Fahrzeug mit einem Härtetest, mit einem 100er auf der Straße. Und das ist ja niemals ein 120er, den wir fahren, so langsam sind wir. Das ist ja maximal ein 60er. Super geil, ganz ehrlich. Miep. Hört sich voll an wie ein GTA. Aber das Spiel ist detaillierter als manch andere Spiele, die heute von Deutschland produziert werden. Man muss einfach zugeben, deutsche Produktion, beziehungsweise Softwareproduktion ist einfach das Schlechteste überhaupt. Es gibt's überhaupt ein, das will ich jetzt nicht sehen, gibt's denn überhaupt eine Firma, die ein gutes Programm hat, was die programmieren? Gibt's das überhaupt noch? Ein Spiel natürlich, es gibt eine Software, glaube ich, die von deutscher Produktion ist, die natürlich extrem gut ist und auch oft gekauft wird, aber mir fällt gerade der Name nicht ein, aber gibt es ein Spiel, das in deutscher Produktion extrem stark ist? Also es gibt einige Spiele, die damals in Deutschland produziert wurden, oder beziehungsweise von deutschen Machern, aber die werden jetzt dann in Amerika produziert und sind für mich mehr amerikanische Spiele. Aber es gibt ja immer noch Spiele, die in Dingen gut sind, ne? Sprung, es ist eigentlich ein perfekter Sprung gewesen, Leute. So, können wir da auch wieder. So, bis da habe ich gespielt und dann habe ich aufgehört, weil es mich nicht mehr so gebockt hat. Da habe ich mir gedacht, ich spiele wieder Battlefield. Ist halt einfach, es macht halt viel mehr Spaß, Battlefield, ne? So. Frag mich nicht, warum ich das Spiel installiert habe. Ich habe die CD gefunden und habe mir gedacht, ey, weißt du was, installieren wir doch das gleich. Hui, perfekter Sprung, natürlich. Würde ich auch so bewerten. Ist da ein Wald, wo der Pädophil ist, ist der Pädowald. Da muss man ein bisschen vorsichtig fahren, weil sonst trifft man einen seltenen Pädo. So, das muss ein perfekter Sprung sein. Ist klar, ich mache immer perfekte Sprünge. Ich mache nicht nur perfekte Sprünge. Ich mache mega perfekte Sprünge. Aber das Mega ist so dermaßen groß, dass es auf einem anderen Bildschirm drauf. So. Gib Gas, komm. Ich glaube ehrlich gesagt, glaube ich wirklich, dass jedes Fahrzeug hier die gleichen Sound hat, weil es hört sich an wie das Auto, was wir vorgefahren haben. Ja, was ist denn das für eine Hupe? geh weg. So. Und die Fahrzeugmodelle natürlich zwei, es sind lauter Audios und VWs, die hier gefahren werden, ist natürlich klar. BMW wird hier nicht gezeigt. Das ist natürlich auch logisch. Stimmt das wirklich, dass die Deutschen so dermaßen pissend auf die Bayern? Warum denn? Also wenn es stimmt, warum? Warum mögt ihr die Bayern nicht? Warum lässt ihr dann nicht die Bayern einfach frei wie ein eigenständiges Land? Oder lasst doch Bayern einfach nach Österreich kommen. Was war das denn gerade, das auf dem Boden?
Egal, ich will lieber weitermachen. Ich will so schnell wie möglich das Spiel endlich beenden. Wo ist eigentlich der Grünschnabel? Und wo ist unser Wagen? Der Wagen ist weg. Was fällt dir denn ein? Seh mir, Chris. Während eurem Fahrtraining hat der Produktionsleiter, mit dem ihr gesprochen habt, einen Anruf gekriegt. Plötzlich ist er ganz hektisch geworden und abgehauen. Das fand ich ziemlich verdächtig, also bin ich ihm gefolgt. Natürlich, ganz unauffällig. Mit unserem Wagen? Auf eigene Faust? Ich bleib dran und melde mich wieder. Der ist natürlich ganz brav und bleibt stehen. Und warum wir so... Abstand zu klein wie Abstand, hä? Was? Also Abstand zu... Ich bin, ja. Was fällt dir denn ein? Seh mir, Chris, während eurem Fahrtraining hat der Produktionsleiter, mit dem ihr gesprochen habt, einen Anruf gekriegt. Kann ich jetzt anfangen? Plötzlich ist er ganz hektisch geworden und abgehauen. Ach. Das fand ich ziemlich verdächtig, also bin ich ihm gefolgt. Ich muss den Abstand zu klein halten. Ah. Ich bleib dran und melde mich wieder. Wie groß muss denn dieser Abstand sein? Minimal 30 Meter, also es darf nicht mehr als, ich darf nicht länger als 30 Meter sein. Das heißt, ich muss auf die Karte gucken, wo er hinfährt. Also ich muss ihn natürlich auch so schauen. Und natürlich merkt er... Chris, Alter, sieh mir, der Verdächtige hält gerade an einem Bankautomaten. Na, das ist ja sehr verdächtig. Ich dann werden wir jetzt mal ein Taxi nehmen. So, jetzt wäre eigentlich die Folge vorbei. So. Gas, Gas, Gas. Ach, schon wieder so ein Zug. Natürlich bleibt er auf der Gegenspur sitzen. Ja, ja, es sind polizeiliche Ermittlungen, lass mich. Also, er schaut wahrscheinlich nicht die Serie Cobra 11, wie es aussieht. Du schaust auch nicht die Serie. Also, keiner von denen schaut Cobra 11, die Serie. Wir wissen das natürlich genau, dass das das Auto ist, von dieses Kennzeichen. Diese Marke, da steht C11 drauf für Cobra 11 und wer das nicht weiß, also RTL hat wirklich selber, gibt wirklich selber in diesem Spiel zu, dass keine ihre verkackten Serien angucken. Ich persönlich mag Cobra 11 gar nicht, das ist das Schlechte, das ist der Scheiß überhaupt, aber das Spiel ist geil, das hier ist wirklich geil. Es gibt auch ein anderes Spiel, da kannst du noch andere Fahrzeuge wählen und da kannst du sogar anscheinend so ein Panzerfahrzeug wählen bei diesem Fahrzeug, das ist voll geil. Du kannst einfach so ein Panzerfahrzeug nehmen oder so. So ein Polizeiwagen und Undercover-Fahrzeuge. So, jetzt denke ich mal mit der linken Hand, das ist ein bisschen schwer. Boah, so, jetzt wäre ich fast dran gefahren. Jetzt habe ich, habe gerade auf mein Handy geguckt. Also, wenn man einen Auftrag hat, dass man nicht näher als 30 Meter an diesen Fahrzeug ran darf oder wenn man das nicht berühren darf, dann sollte man nicht am Handy sitzen. Aber so geht es klar natürlich. Das ist natürlich ganz unauffällig, als ob der es erst merkt, wenn wir 30 Meter dran sind, so. Hinter mir ist ja keiner, ne? Ach, warte, da kommt wer. 30 Meter Entfernung. Wer ist das? Der folgt uns. Du brauchst so 5 Sekunden, um das zu realisieren. Aber wie schnell fährt denn dieser Lieferwagen? Als ob der einen 180er fährt. Natürlich. So schnell fährt ein Lieferwagen auf jeden. Ich darf ihn ja auch nicht berühren. Was muss ich denn jetzt machen überhaupt? Muss ich denn die ganze Zeit nachfahren oder wie? So. Zu nah. So, ich bin ein bisschen konzentriert. Ich will das nicht verkacken, ich will diesen Fall lösen. Okay Leute, lasst mich, ich will diesen Fall lösen. Natürlich fährt so ein ganz normaler Lieferwagen genauso, das sind die Pakete, das ist natürlich die DHL, die bringt die Pakete immer sehr schnell, egal wie. Da haben auch die DHL, die gerade einen Wohnwagen geliefert, wie es aussieht. Da war gerade die DHL, die einen Wohnwagen geliefert hat. Und wie man sieht, nur BMW, Audi und VW Fahrzeuge. So keine... Keine Ahnung, andere Marken, Fiat, Ford oder sonstige Marken. Nein, deutsche Marken brauchen wir. Deutsche Marken. Ach, es sind Fiat und Ford sind natürlich nicht deutsch, sondern sind ja englisch. Und das ist natürlich feindlich, denkt sich zumindest RTL. So, die Rechtsextremisten. So, dann fahren wir mal
Natürlich wieder ein 200er, so schnell wie der Lieferwagen fährt, ist ja die DHL, wie es aussieht, die wir gerade folgen. Aber wo fährt denn der hin? Ob das, ich hätte das sofort gemerkt, wenn hinter uns so ein weißer Fahrzeug, wo CF draufsteht, das hätte ich doch schon längst gecheckt. Das kann doch nicht sein, dass der Typ das nicht checkt. Als ob der das so ganz normal fährt und dann fahren wir so, hey, warte mal, vielleicht ist hinter mir was in 30 Meter entfernt. Und dann guckt er so und dann sieht er das. Von dieser Polizei macht ja auch nicht, Alter, was ist das? In so einer Stadt würde ich nicht leben, wo die Polizei einfach sieht, dass so ein Lieferwagen die mit einem 120er geholt haben. Jetzt mal ganz ehrlich. So. Also mit einem 60er darf ich fahren. Das wäre dann so. Entschuldigung Leute, ich darf nicht mehr fahren, weil sonst kommt eine Polizei. Nein, natürlich nicht. Und dann hier. Weg da. Das sind auch ein Audi. Ich hupe jetzt mal, vielleicht merkt das dann. Sieh mir, der Verdächtige fährt in Richtung Krankenhaus. Oh oh. Der fährt Krankenhaus, seine Frau ist schwanger. Ach. Ach natürlich, der hat das jetzt kurzzeitig ein bisschen gemerkt. So. Lol, wer ist denn das denn? Hä? Wer ist da? Natürlich das Taxi, was die gerufen haben. Ist ja logisch. Lenkrad. Natürlich, die haben wahrscheinlich einen Taxi. Was bitte schön ist daran denn verdächtig, wenn jemand zum Bankautomaten und dann zum Krankenhaus fährt? Vielleicht liegt ein Verwandter hier und hat ihn gebeten, Geld mitzubringen. Er hat sich nach dem Jungen erkundigt, der letzten Mittwoch nach einem Unfall auf der A4 hier eingeliefert wurde. Dem Sohn des verunglückten Fahrers? Ich geb's ungern zu, aber das ist jetzt doch verdächtig. Und wenn ich schnell etwas anmerken darf. Er kam eben wieder heraus, hat uns gesehen und steigt gerade eilig in das Taxi. Weißt du, anstatt dass er guckt, ob da welche sind. Nein. Ist ja blöd. Natürlich muss ich jetzt 3 Sekunden warten. So, zack. Also für ein Open-World-Spiel wäre das eigentlich sogar relativ geil. So für normale Fahrzeuge fahren. Also wie lange geht denn das hier? Weißt du was, dann mache ich jetzt einen Cut. Bis gleich und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir dann diesen Kackfall denn endlich gelöst haben. Dann bis später. Tschüss.